Hi und herzlich willkommen zu Furious Let's Plays mit Biss. Ich bin der Armin und wir spielen heute die dritte Episode von Limbo von Playdead. Kleines Indie-Game. Ja, und wir knüpfen nahtlos da an die Stelle an, wo wir in Episode 2 aufgehört haben. Und zwar, wir unterhalten uns mit dem kleinen Jungen hier, der uns offenbar eine Falle vorbereitet hat. Ja. Offenbar. Na, wenn ich jetzt da runtergehe, macht's. Kleine junge Matsche. Und ja, da drüben lacht sich wahrscheinlich den Ast ab. Deswegen, Moment. Ja, wir hatten ja unsere Zombie-Würmer. Hat der gerade was geschmissen? Hm. Eigentlich würde ich mich ja mit ihm unterhalten. Aber das glaube ich. Hallo. Hallo. Ich, Freund. Gucken wir mal. Ach. Hey, ihr erinnert euch an die Spinne? Das ist so. Hey, hier auf Leichen durchs Wasser und jetzt. Ja klar. Wir benutzen einen kleinen Köder, um die Falle auszulösen. Logisch, oder? Macht man ja so. Okay, sorry. Was jetzt? Was machen die da oben? Ich will's wissen. Okay, die kann man auf jeden Fall schon mal zermatschen. Die hat noch gerade so einen Wurm im Mund. Haben sich da anscheinend noch gestritten. Okay. Das wird vielleicht noch ein Brand. Gucken wir mal. Okay, das ist nicht steil genug, aber da unten wird steil genug. Und jetzt? Wir machen weiter in der nächsten Episode. Schreibt mir doch immer in die Kommentare, ob ich jetzt springen sollte oder nicht. Guck mal, da unten ist noch irgendwas. Da unten ist Boden. Hallo, die haben ja alle irgendwie so Würmer im Kopf. Warum habe ich noch keinen? Aus Gründen. Jetzt. Okay, das ist jetzt, jetzt pass mal auf. Sieht das aus wie ein Schalter? Oder ist das ein Podest? Zu meiner Verteidigung, ich bin Pen and Paper Rollenspieler und ich hatte einen der besten Spielleiter der nördlichen Hemisphäre dieses Planeten. Schöne Grüße an Jürgen, falls er mir mal zuguckt oder so. Das ist kein Schalter, das ist ein Podest. Komm, das ist. Jawohl. Guck mal an. Zip. Ist ein bisschen kleiner, ne? Das ist jetzt echt scheiße. Ja, komm, scheiß drauf. Gut, das ist echt nicht schlecht. Zack. Okay. Also, löst aus, löst dich das. Okay. Ja, bitte. Da komme ich nicht rüber, oder? Wird das wieder auf, wenn ich gehe? Nee. Was ist das?
die da drüben gesehen? Also hier war es. Hier Vasenpodest und da drüben nicht. Okay. Das ist echt geil. Also das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Sowas mag ich. So was liebe ich. So, jetzt mit Schwung und Schmackes. Nee, Moment. Okay, die kommen. Zu meiner Verteidigung, ich wusste es, ich wollte springen. So, das war ein Podest. Das war der Schalter. Und einfach zu spät gedrückt. So, jetzt geht das Gedröhne wieder los, genau. Jetzt kommen die Blasrohr-Pumpis. Boah, Alter. Hört ihr das? Spring. Hey, einer hat's geschafft, oder? Ja, der letzte, guck. Okay, die werden jetzt aggressiv. Sorry. Die werden jetzt richtig aggressiv, ne? Jetzt hier mit Blasrohren oder was das war. Der hat es schon mal nicht geschafft. Jetzt ist natürlich die Frage, okay. Wir haben bisher nur die kennengelernt. Gut, die hatten jetzt Helme und waren bewaffnet, aber wenn die doch hier leben, warum erschießen die ihre eigenen Leute? Und warum hängen die da hinten auf? Okay, das könnte jetzt die Spinne gewesen sein oder so. Ne? Das so sah ich hier vorher auch mal aus. Aber wo sind die jetzt? Kommen da noch mehr? Jetzt ist alle erwischt. Ich versuche ja auch so ein bisschen dahinter zu kommen, was die hier machen und was das hier bedeutet, aber okay, ich habe zwei Optionen. Ich nehme die erste. Ja, das sieht jetzt nicht so gesund aus. Nehme ich jetzt da dranhängen. Okay. Alles klar. Ich habe gerade irgendwas ausgelöst. Ich gehe mal runter. Okay, hier habe ich einen Wagen. Nehmen wir mal mit. Ich kenne es immer so, dass man manchmal bei sowas. Oh, komm, lass los. Dass man manchmal bei sowas hier irgendwo hingehen kann. Und dann findet man irgendwas. Aber hier war jetzt anscheinend kein Sohn. Lass los. Ach, du bist ja albern. So, was mache ich jetzt mit dir? Okay, weiter ist nicht. Hier ist noch so ein Seil. Ach, guck mal hier drüben. Was ist das? Okay. Zwei Seile. Aber welches zuerst? Also, das macht das Rechte, ne? Okay. Dann ziehe ich jetzt ganz hoch. Jetzt pass auf. Okay, der andere ist schon wieder unten. Dann muss ich es genau andersrum machen. Okay. Hopp. Dann auf den Wagen, das Seil wieder fangen. Komm schon. Nicht in die Zahnräder, nicht in die Zahnräder. Yeah! Mofo. Okay, okay. So, jetzt kann ich hier schwingen vielleicht. Ja. Komm schon. Zack. Keine Zeit verlieren. Und gleiche Höhe, zack. Und rüber. Grandios gelöst. Kann man das jetzt hier so irgendwo da oben so, da so einblenden? Irgendwie so grandios gelöst. Flawless Victory. Komm schon. Komm schon, da musst du schon mehr bieten. Komm schon. Ist das alles? Was war das?
Was ist das? Okay, wir haben gelernt, Fliegen sind ja böse. Aber hier passiert uns erstmal nichts. Was ist das Viechchen? Hallo, Viech. Okay. Wir erinnern uns an diese Zombie-Würmer. Das wird mich jetzt gleich. Was denn? Okay, das geht schief. Schnell, schnell. Okay, ich kann schneller. Was jetzt? Warum? Weil ich mich. Nee, nee. Okay, warum? Was war jetzt? Das war jetzt so ein bisschen wie bei Vampiren oder so. Was kann ich noch? Kann ich springen? Ich kann springen, okay. Ich habe noch so ein bisschen Kontrolle. Und jetzt? Okay, die machen so haben. Kann ich jetzt wieder so? Okay. Und jetzt? Seht ihr? Sonne. Okay. Sonne. Alles klar. Vampire. Jetzt kann ich die schieben. Okay. Hier sollte ich jetzt drüber springen. Und zack. Ah. Geil. Hat der gerülpst oder hat der nur geknurrt oder so? Okay, ich nehme die Kiste mal mit. Vielleicht brauche ich die noch. Aber ich glaube, die war jetzt nur für den Event oder so. Aber okay. Macht Sinn. Ah, nee, darfst du nicht mitnehmen, die Kiste? Nein, nein. Spielentwickler verbietet Mitnahme von Kiste. Skandal. Okay, was haben wir hier? Ein Hebel. Ein Hebel. Wenn ich den loslasse, wieder zurück. Okay, das heißt, ich muss irgendetwas lockern. Ich glaube, hier ist noch nicht. Okay, das sind wir hier. Oh. Oh, guck mal! Da ist er wieder. Magst du? Bist du freundlich? Was will er? Einmal gesprungen und das war's. Muss ich weiter weg? Dass er sich sicher fühlt? Weiter? Nein, sehe ich ihn nicht. Ah. Ja, ich gehe mal vorsichtig ran. Ah, okay, der will die. Ja, der war vorher bei der Leiche. Die hat ja auch so komische Glühwürmchen-Pilze. Und jetzt hat. Will er die auch haben? Und ich. Ja, warte mal, vielleicht kann ich ihn irgendwie. Der ist noch abgelenkt, ne? Vielleicht kann ich ihn fangen. Ah, fuck, okay. Und jetzt ist er da hinten. Komm ich da rein? Hallo? Hallo? Nee. Okay, ich werde den aber noch brauchen irgendwie. Guck mal. Der ist ja nicht umsonst da. Was ist das hier? Macht keinen Sinn. Das ist so ein. Kann ich hier? Okay. Geht. Okay, das geht gar nicht. Ah, guck mal. Das, okay, das ist ein Rohrsystem oder irgendwas. Das wird das ganze Ding irgendwie mit Wasser fluten. Wenn ich das jetzt hier irgendwie. Ah, okay, dann muss ich noch weiter rüber. Aber nicht zu viel. Vielleicht immer nur genauso, wie ich es brauche, damit ich hier in der Nacht noch rüberkomme. Ja, das hat gereicht. War vielleicht sogar immer noch zu viel. Ja, gut, wie rieche ich jetzt das Wasser da rein? Okay, das hier muss ich dann ziehen, damit sich's füllt. Das geht dann da nach oben, aber das sehe ich jetzt nicht. Das verschwindet im. Ah, okay. Ich kann hier raufhüpfen wahrscheinlich. Zack. Und kann dann die Rohre entlang gehen oder sowas? Nee. Okay, die sind. Ah, okay. Ja, habe ich jetzt nicht so erkannt. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Nochmal. Und jetzt hat. Okay, ich bewege mich. Ey, pass mal auf. Yay. Aha. Okay. Aber. Okay, probieren wir es mal. Zack. Noch einer. Geht noch einer.
Ja, der kommt immer nur kurz raus. Wird das reichen, dass ich ihn fange? Schauen wir mal. Jetzt komm. Zack, 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 zack. Nee, okay. Wenn ich ihn von der anderen Seite fange, bin ich schneller, oder? Wenn ich ihm den Weg abschneide. Oh, sorry. Ja, manchmal braucht es Anlauf anscheinend. Na komm. So. Eins, zwei, hüpp. So, wo nehmen wir es nochmal? Einmal rauf. Dann kommt er raus. Zack, von der anderen Seite. Und fang, 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 fang. Hey, 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 hey. Bleib da. Bleib da. Hopp. Bin auch ein Frosch. Hä? Und jetzt? Tut mir jetzt leid. Ja, der will eigentlich, glaube ich, raus, aber er treibt jetzt das Ding an. Ah, ich schließe Kontakt. Mama. Wir haben Wasser. Winston, ich habe Wasser gemacht. Ging anders. Egal. Ah, jetzt guck an. Aber läuft doch eh schon, oder? Ja, okay. Ah, okay, muss wahrscheinlich direkt rein. Wisch. Okay. Geht das wieder runter? Wahrscheinlich wieder. Ja, ja, okay. Ja, beeilen, 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 beeilen. Yeah. Hey. Aber jetzt pisst's. Ja, man hört's auch. Ah, das, der Sound der Schritte passt sich auch so ein bisschen an. Hey, wenn die Kamera dann auch so rauszoomt. Ah, oh, man muss ihn setzen. So. Sehr geil. Ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, das Spiel bisher. Hatte so krude Momente. Was ist das? Das ist jetzt aber Dreck oder so, oder? Ich probier's nicht aus, ich spring mal. Okay, hat geholfen. Wo komme ich jetzt hin? Was ist das? Was ist das? Wir sind ja übrigens jetzt raus aus dem Wald, ne? Also, wir sind ja schon lange nicht mehr in irgendeinem Wald oder irgendwas ähnliches. Oder es ist noch der Wald und das hier ist irgendwie so ein industrielles Zonen-Zwischengebiet. Okay. Gut, hat funktioniert. Piste nehmen wir wie immer mit. Wenn sie sich mitnehmen lässt. Komm schon. Hey, komm schon. Na komm. Komm mit. Ich will dich besitzen. Ist ihm scheißegal, oder? Mal probieren. Ja, okay, geht. Und jetzt? Jetzt kannst du gehen. Hier brauche ich sie nicht. Hier brauche ich sie nicht. Die brauche ich vielleicht dort. Irgendwie, wenn ich jetzt dann... Ich lasse mal hier stehen. Und hier ist jetzt so ein Schalter. Alter! Schwimm! Schwimm! Hey, du musst das Spiel zweimal spielen, sonst so zwecks unsterblich Achievement. Weil in der ersten Episode habe ich euch schon erzählt, ne, dass es ein niemals gestorben Achievement geben wird. Aber ich war, glaube ich, ganz richtig mit meiner Vermutung mit der Kiste hier, weil die treibt ja jetzt dann relativ sicher nach oben. Die schwimmt ja. So, ich muss nur schneller an diese Leiter ran. Dann den Weg da oben irgendwie frei machen. Zack, spring! Und rauf, 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 rauf. So, ob ich hören könnte, ne? Deckel auf. Ah ja, okay, geht. Zack. Was ist hier oben? Was ist das da oben? Okay, ich gehe mal auf die Kiste. Ja, das klappt.
da auf die Dornen sollte ich nicht hinkommen, oder auf die Spikes oder was das ist. Zack, müsste reichen, jawohl. Puff, 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 puff. Jetzt. Neue Kiste. Schneller. Komm. Zack. Wasser kann kommen. Das sieht gut aus. Aber jetzt. Was muss ich jetzt? Muss ich bis ganz hoch? Wie weit geht's denn? Okay. Halt auf mit so einem Scheiß. Ohne Kack. Spring! Okay, es geht weiter. Und zieh das Ding auf! Und jetzt? Weiter. Kiste. Was ist der Ballon? Ah, nö, jetzt. Aber wie? Timing oder wie oder was? Oder? Nee, geht nicht hoch. Okay. Das war mir eine Ehre. Wird die jetzt im Ball? Wenn sie ganz kommt da? Ne, okay, das war jetzt mal. Sorry! So, müssen wir schon schnell machen, sonst Time Event oder sowas. Also auf jeden Fall muss der Deckel auf, das ist ganz klar. Greifen, ziehen, aufmachen. Wie mache ich das jetzt? Ah! Warte mal! Der springt doch einmal ganz kurz hoch. Timing. Ah. Geil. So, los. Zack, reicht. Und zur Leiter. Und zur Leiter. Aha, okay. Reicht das? War das zu weit? Nee, okay, reicht. Lalala. Zum Atem. Zum Atom. Auf. Balancieren? Ja, balancieren. Und jetzt. Geht's weiter. Gut gemacht. So, dann, beam me up, Scotty. Energie. Lichtgeschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Hilft nichts. Okay, egal. Danke wieder fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht oder euch auch so ein bisschen mitgenommen. Noch sind die Rätsel relativ kommod, wie man bei uns sagt. Bei uns in Bam. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen härter. Also es wird ja schon härter, ne? Also jetzt am Anfang von der Spinne davonlaufen und jetzt mittlerweile hier irgendwie schieben und Timing und keine Ahnung. Wir kriegen das hin. Ihr seid dabei. Ich freue mich über eure Kommentare, wie es bisher gefallen hat, wie es vielleicht auch nicht gefallen hat. Und ja, bis dahin. Bis zum nächsten Mal bei Episode 4 von Let's Play Limbo im Kanal Furious. Bye bye.